were dipped in poison. One of those arrows hit the little prince. Ah, hier ist das Haus. Spritze. There was warm blood in his fragile body. Das war warmes Blut in einem zerbrechlichen Körper. Corrupted by poison. His lungs desperately gasped for air, if only for a soft breeze of it. His mind was the only thing that was kept safe. Then he started shedding tears. Some say his crying echoed more than 1,000 tolling bells. Oh, Herzen. So, was haben wir denn hier? Bright Now Love. Ein Dolch, okay. Das heißt, wir geben selber ein bisschen Blut ab. Na, das ist ja toll. Da das Herz aufhängen oder so? Nee, ne? Können auf jeden Fall dran ziehen. Hier, da haben wir die Spritze reingelegt. Die Frage, was wir damit machen können, ne? Warte mal, ist hier an dem Haken vielleicht? Ja, sehr gut. So, jetzt drehen wir nochmal. Der Haken, der muss ja auch noch irgendwo hin. Der könnte sich doch da einhaken, oder? Der Haken ist da, okay. Wenn ich jetzt drehe... Passiert nichts. Was ist denn, wenn ich den Haken hier ranpacke? Den Haken dahin. Den Haken hier hin. Dann mal aufdrehe. Passiert auch nichts, ne? Okay, jetzt haben wir die Spritze sozusagen leer gemacht. Ach, hier ist ja auch noch was. Okay. Ist ja faszinierend. So, das heißt, die Lunge pumpt, das haben wir hinbekommen. Das Herz schlägt jetzt auch. Ah, okay. Illusion war das. Löst sich jetzt langsam auf. Ist ja wie bei Schneewittchen. Oh God. I always asked myself, why God allowed children to die. Don't be sad. You must be brave now. Mal wieder ein Bild gefunden. So, er bekreuzigt sich. Das ist schon mal gut. You must journey forth. Be brave. Das scheint sehr wertvoll zu sein. Good evening, Father Abraham. Are you there? If you are hearing this message, then please go outside. It appears that someone has a surprise for you. You can find it next to the fountain in the churchyard. I suppose Satan has baked some special biscuits for you. Wait, Father. If there really are biscuits, don't forget to share them with those hungry children from the orphanage. That is, if there's anyone left you haven't killed yet. Okay, er hat gesagt, draußen. But I fear da, wo die Kirche ist. Warte mal, die Krypta oder so, ne? Ach nee, am Brunnen hat er gesagt. Gucken wir mal. Den Raum kennen wir, da brauchen wir nicht weiter suchen.
Wenn ich gehe mal nach unten. Ah, da geht's nach draußen, alles klar. Hier sind irgendwelche Löwen. This is the first snow I've seen in years. It makes me feel oddly comfortable. Hier eigentlich auch wieder wechseln zwischen den Welten? Nee. Okay, das flattert hier so im Wind. Okay, hier ist eine Kutsche. Muss man wahrscheinlich von vorne reingehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend hier. Ein bisschen aus wie Kutsche Dracula. Seltsam, scheint irgendwie nicht so zu sein, dass ich hier irgendwas machen kann. Aber er hat ja auch gesagt, ich soll zum Brunnen gehen. So, der Brunnen wird wahrscheinlich ja außerhalb sein. Oh, das liebe ich ja. This isn't snow. Geile Atmosphäre. What is this? Wenn der Totenvogel dazu noch pfeift. Oha. Oh Gott. Volcanic ash. Okay, muss ich selber erstmal nach oben gucken. Der ist so ein richtig dicker, starker Vulkan. Was? Okay, der wird uns ja wohl nicht verbrennen. Der Junge ist auf jeden Fall auch wieder da. Please, can you open the gates, Mister? Ja, der hört nicht auf uns. Und mal, ob wir hier was finden. Das ist zum ersten Mal, dass er die Puppe anfasst und gerade hinsetzt oder so, ne? Sehr gut. So, eine 5er Brief. Wenn man überlegt, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich nicht glaube, dass der Teufel dahinter steckt, hatte ich recht. Also das ist die Legion, die dahinter steckt. Da, okay. Dachte schon, wo taucht er jetzt auf? Das ist eine Art Mechanismus. Das ist eine Falle, ne? Einsammeln kann ich dann nichts. Das heißt, ich muss irgendwas da reinlocken. Ich will nochmal genauer gucken. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Falle. So, und wenn ich dann sehe, wie das Karnickel da reingelaufen ist, könnte man ja theoretisch sagen... Oh, war das? Ah, hat jetzt zugeschlagen. Now that I have the demon, I can finally enter the church. Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal, dass wir in die Kirche kommen. Müssen wahrscheinlich die Zeiten wieder ändern, obwohl im Schnee konnte man, glaube ich, hoch. Boah, das ist schon ein Fettalarm. So, die Brücke ist jetzt wieder heile. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ich das Lamm hier opfern muss. Aber
Das kam dann irgendwie nicht so. Ich musste das Karnickel opfern. So, ich vermute mal, ich muss hier lang. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie ich zur Kirche kam. Hier war. Don't cry, woman. The children are now in the embrace of heaven. Oh. Jetzt lösen sich beide auf. Das ist immer dasselbe Bild, was wir irgendwie einsammeln, ne? Jedenfalls von der Machart her. Jetzt steigen sie alle auf zum Himmel. Das heißt, ich habe sie ein bisschen befreit. Und da geht zur Kirche. Jetzt sind zwei da. Vielleicht kann ich mit denen irgendwas machen. Nö. So, dann wechseln wir nochmal auf Winter. Schöne Melodie. So, jetzt können wir hier, glaube ich, das Opfer hinlegen, ne? I thought a lot about your dedication. I sense something good residing within you. Okay, jetzt können wir hier rein. Ah, siehst du? Nicht gleich auf den Tisch zugelaufen, sondern mal ein bisschen die Ecken gecheckt. Was haben wir hier? Sagt nicht immer irgendwas. Warte mal. Sehr gut. Jetzt kann ich das drehen. Dass es wahrscheinlich richtig gebündelt ist, ne? So. Das ist, glaube ich, das Optimale, was ich mit dem Glas hinbekomme. Ja. Ah. Dem Kelch wird irgendwas, also das ist der Kelch des Feuers, ja? This must be the tincture of the sun. Okay, die anderen kann ich nicht eingreifen oder nehmen oder so. Nee. Okay, hier haben wir auch nochmal einen Kelch. Wird auch irgendwie festgehalten. Ah, ein weiterer Schlüssel. I always kept a watchful eye on the great laboratory. When there were no... The crystal seems to be alive. Boah, hier kann ich aber viel einsammeln. So. Streichhölzer. Die Kerze bleibt aus. Hm.
gucken, jetzt sind wir auf 6. Ich weiß gar nicht, wo das hin muss, aber... Ach, hier unten können wir ja auch noch was reinstellen, ne? Ach, warte mal, nee, hier 44 steht ja hier. Hier ist auch eine 44. 0, aber wir können es ja mal... Sind es trotzdem mal auf 1. Warte mal, hier können wir auch was machen. Those so-called Eucharistic tears are in fact pure water. Ah, I need 2 molecules of hydrogen and 1 of oxygen. Sehr gut. Jetzt haben wir quasi Feuer, Wasser. Können wir das jetzt nehmen? Ja. Mehr geht jetzt auch gar nicht mehr, ne? Der bleibt auch aus. Genau. So, der Baum hält ja den Kelch, ne? Man könnte ja auch sagen, man brennt den Baum ab oder man wässert ihn. Aber es wird wahrscheinlich mit der Apparatur hier stattfinden. Das kommt wahrscheinlich später erst. So, dann ist das verbunden. Ob das so richtig ist. Hier ist der Kristall drin. Ah, okay. Wie lange man das machen muss, ob das denn schon reicht. Einsetzen können wir oben nichts mehr. Ich weiß gar nicht, füllt sich das hier unten denn auch mehr? Nee, ist nicht so der Fall, ne? Okay. Hier kann man nichts öffnen. So, hier können wir noch was machen. Passiert was. So. Können wir auch nochmal drauf drücken. Okay, hier bewässern wir jetzt. Ah, alles klar. Das meinte ich vorhin, ne? Und wie müssen wir den Baum da wegkriegen, dass wir an den Kelch rankommen? How can this be possible? Oh, die Erde. What a peculiar planet. People grow 5000 roses in one garden. Yet they don't find what they're looking for. Sogar den Mond dabei, wow. What they're looking could be found in a single rose or a little water. I can rise above the earth and watch everything moving in this universe. Now is your time. So, anstatt dass da was weggeht, sag ich mal, ne, wo ich dachte. Ach, ich kann den auch so nennen mit Kelch. Okay. Now, David, where can I find Elder Joseph? I need to forge this key. Elder Joseph lives not far from here, but his cave is hidden. I will help you find it. Outside. It seems that the doors are being held shut by some mystical force. Okay, also er hat gesagt, er will mir helfen. Es gibt eine Höhle draußen. Und die Höhle ist aber irgendwie versteckt, nicht sichtbar. Was haben wir hier Schönes?
So, die Tür kriegen wir nicht auf. Weil er sagte, irgendeine Magie hält sie halt fest, ne? Also verhindert, dass wir da durch können. Hier haben wir alles gemacht. Das Bild können wir auch nicht mitnehmen. Halt, wir können mal was testen, wenn wir die Zeiten ändern. Aber macht er gerade nicht. Ach, hier draußen hat er das wieder. Schon die Frage, oder eine der Fragen, wie bekommt man dann draußen oder findet man die Höhle? Naja. Und warum ist das hier? Warum komme ich da nicht rein, ne? Okay, es kann sein. Entweder wir müssen jetzt nach draußen oder müssen hier drin noch was machen, aber ich glaube, hier drin haben wir schon alles erledigt soweit. Ja, wir können ja auch nichts mehr machen, also. Soweit alles gelöst. Dann gehen wir nochmal draußen. Da hinten ist irgendwas Weißes. Ob das so bleibt, oder? Ja. Vielleicht ist das die versteckte Höhle. Ach nee, das sind, Rentiere. Vielleicht kann ich dann mit der Kutsche fahren. Ist immer nice. Ach, und die bringt mich wahrscheinlich dann zu der Höhle. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Who are you? I am his father. We will be at your side until the end of time. Jetzt sind wir hier. Ja, das scheint die Höhle zu sein, ne? Sesam, öffne dich. Ja, super. Oh, der sieht aber übel aus. So den Mund auf. Das ist schon unheimlich. So. Hier kommt was rein. Okay, ich denke mal. Entweder muss hier noch eine Flüssigkeit rein. Aber auf jeden Fall Feuer, ne? Genau. Feuer ist jetzt an. Jetzt haben wir es zugemacht. Okay. Aber wir haben auch noch nicht alles durchsucht hier. Mein Sohn, wenn du das liest, bedeutet das leider, dass nicht mehr auf der Erde weile. Now that you have brought the world's rarest treasures from the temple, you need to mix them inside a simple jug. Put everything inside the ethanol, then light a fire. You will need my bones for this to task. You are wondering why? Because alchemy works with the very essence of God's creation. May God bless you. Okay, das ist super. Trotzdem nochmal hier. So. Eigentlich hätte ich gedacht, dass wir jetzt hier oben den Knochen reinpacken, aber kommt da unten rein, ne? Das mussten wir auch noch. Ah, alles klar. Und mehr passiert da nicht. Dann kann ich das öffnen. Dann haben wir hier einen Key. Ach, den heiligen Key. Für die Kirche. This is it. Now that I hold this key, I feel as though I'm one step closer to finding the truth. Indeed.
I'm afraid the truth could either elevate me to the grace of God or destroy my very being. So, hier komme ich nicht weg. Das heißt, müssen wieder auf Winter stellen. Dann sind wahrscheinlich die Rentiere da und bringen mich zurück, ne? Sehr gut. Ja, dann haben wir auf jeden Fall den heiligen Schlüssel auf für die Kirche. Dann können wir da auch rein. Bin ich mal gespannt, was wir da finden. Ich mag ja Adventure, die nicht ganz so schwer sind. Und hier sind viele Dinge sehr einleuchtend. So. Okay, wir können im Wintermodus bleiben, müssen nicht umschalten. Das hört sich so an, als hätte der irgendwelche Latschen an oder so. Oh, jetzt müssten wir eigentlich hier reinkommen. Ja. You are haunted by seven demons. I'm afraid the cruel and early embrace of death has greeted them unbaptized. You need to place their hearts on this altar to put them to rest. I also need the skull of a saint. I advise you to search for a book of rituals in your library. It will help you when you have to face them. Seven hearts and the skull of a saint? Oha, also sieben Herzen. I should search for clues in my library. Schädel eines Heiligen. I also have a special book there. Eastern rituals for banishing the devil. Years ago, I traveled to Transylvania. There, the townsfolk had a peculiar way of dealing with the ghosts of unbaptized children. They would take the body out of its tomb and bring it to the crossroads. Then, they would drive a wooden stake through its heart. Others would perform even more terrifying acts. Some would burn the corpses and would make coffee from their ashes. But why am I pondering upon matters such as these when God is nonetheless beside me? I shall play by his rules, for I am no witch doctor. Hier ist noch eine Tür. Mich hat's auch gewundert, dass er mich genau da absetzt, wo das Grab ist. So, da können wir durchschauen, da ist aber nichts. Also die Atmosphäre finde ich ganz geil mit diesem toten Vogel. Ob wir hier was finden? Das sieht auch so ein bisschen verdächtig aus. Hebt sich so ein bisschen ab, aber kann man nichts machen, also farblich halt, ne? Okay, das Gute ist, wir sehen immer, wo die Gruft ist, wo wir eigentlich hin sollten. Er hat uns ja auch am Anfang in der Gruft rausgelassen, aber und war ja hier noch eine Falle, hier war der Sarg drin. Das ist ja mal so ein bisschen der Ursprung von dem Ganzen. Wir können ja mal gucken, ob wir in die Kirche reinkommen. Das überhaupt eine Kirche ist, ne? Was a mistake. Now I can clearly see David was not possessed. Ja, doch. That was only in my mind. He would often ramble about mysticism, about after death, about eternity, about things I couldn't comprehend at that time. I took this as a sign of demonic possession. What child in the world speaks Hebrew at such an early age? He would preach the gospel to the children from the orphanage. He would then go to church in the middle of the night and would stay there, crying for hours and hours. I followed him one night. He kept on praying, God have mercy on me, oh God have mercy on me. I thought that he needed help, that he was tormented by demons. I never considered that those could have been demons.